Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen DCS-Video bzw. zu einem DCS-Editor-Video. Ich bin der Mero und in diesem Video geht es um Search and Destroy-Missionen bzw. im Sonderfall hier jetzt oder in dem speziellen Fall eine Search and Destroy-Mission mit einem Konvoi. Wie immer ist natürlich die Frage, warum mache ich das oder warum mache ich diese Mission, wieso mache ich dieses Video? Ganz einfach, ich habe in letzter Zeit viele Multiplayer-Server besucht und habe dort gesehen, dass die Missionen, die dort angeboten werden, sehr einseitig sind. Also meistens sind es Strike-Missionen, flieg irgendwo hin, mach irgendwas kaputt, flieg wieder zurück. Und diese Missionen waren nicht besonders ereignisreich und sie haben jetzt auch nicht besonders viel Gehirnschmalz von dem Spieler. Wie soll man sagen? Also man musste dann nicht viel Gehirnschmalz reinstecken, um da hinzufliegen und das irgendwas kaputt zu machen. Und Search and Destroy Missionen, da habe ich eine Definition dazu gefunden im Internet. Die möchte ich euch zeigen. Hier ist Search and Destroy oder Seek and Destroy oder kurz SND, Deutsch Suchen und Vernichten, bezeichnet eine militärische Taktik, die von den US-amerikanischen Streitkräften unter anderem im Vietnamkrieg eingesetzt wurde. Die Taktik wurde von den US-Streitkräften auch in Afghanistan und Irak verwendet. Ziel der Taktik ist in erster Linie die Vernichtung von Kräften des Gegners und nicht die Kontrolle eines Gebiets. Bei dieser Taktik wird das feindliche Ziel zuerst aufgestöbert, dann wird in einem zweiten Schritt versucht, dieses gänzlich zu vernichten. So, und genau das werden wir jetzt auch machen oder genau und darum wird sich auch diese Mission drehen. Im Endeffekt ist es nichts anderes wie eine Strike-Mission mit dem Zusatz des Search, also ein Luftangriff auf ein Bodenziel, aber dieses Bodenziel muss erstmal gefunden werden und wir werden das kombinieren oder in diesem Video werde ich das kombinieren mit einem Konvoi. Das bedeutet, das Bodenziel wird auch noch beweglich sein und das alles zusammen macht es ein bisschen knackiger. Dann werde ich das auf der Karte markieren über einen Marker und die Einheit selber wird verdeckt sein. Das bedeutet, auch da wird es dann einfach ein bisschen spannender, weil man dann auch hier die Geräte des Fluggeräts, also des Jets oder des Helikopters benutzen muss, um hier eben den Konvoi aufzustöbern oder aufzuspüren. Wie ich gerade schon auch gesagt habe, das ist eine Mission, die könnt ihr für Helikopter verwenden und für Jets verwenden. Wenn ihr sie natürlich für Helikopter verwendet, dann müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass ihr Einheiten benutzt mit geringerem Kampfwert oder weiche Ziele. Das habe ich im Heli-Strike kurz erklärt, was damit gemeint ist. Ich habe nach wie vor immer noch ein bisschen eine belegte Stimme und Schnupfen. Und das macht es natürlich für euch zum Zuhören nicht einfacher. Da kommt mein Dialekt noch dazu. Das ist vielleicht auch für den einen oder anderen eine Stecknadel im Ohr. Aber ich hoffe, wir kriegen das zusammen trotzdem gut hin. Und ihr habt was, was ihr mitnehmen könnt. So, und jetzt steigen wir auch mal ein in diese ganze Geschichte. Noch vorweg ist zu sagen, auch hier ist es wichtig, dass bei den Optionseinstellungen für die Mission auf jeden Fall hier die Labels mit reingenommen werden, denn vor allem Spieler mit VR, die tun sich sehr schwer, Sachen am Boden zu finden, wenn sie mit dem Hubschrauber fliegen oder wenn sie mit dem Jet drüber fliegen. Ist es für sie relativ schwierig, optisch etwas zu erkennen. Und deswegen, wenn ihr ihnen hier die Möglichkeit der Labels nehmt, also dass sie sich hier keine Labels einstellen können, dann ja, tun sich die wirklich schwer. Und das mindert den Spielspaß natürlich deutlich. Und das wollen wir nicht. Also als Missionsbauer ist ja immer unser vordergründiges Ziel, dass wir Spielspaß erzeugen. Und diesen Spielspaß am besten in diesen Spielspaß mit einbinden, die Fähigkeiten des Spielers und die Optionen, die ein bestimmtes Fluggerät, bietet. Ja, also ich meine, die AV-8 bietet andere Möglichkeiten wie eine F-16 und F-16 wieder andere Möglichkeiten wie eine F-18 oder FA-18 und so weiter und so weiter. Das bedeutet, Sinn einer Mission ja eigentlich in DCS ist es, das Erlernte, also der Spieler hat sich unter Umständen stundenlang mit seinem Fluggerät auseinandergesetzt und möchte dann auch umfänglich die Möglichkeiten seines Fluggerätes nutzen. Und diese Chance wollen wir ihm natürlich als Missionsbauer bieten, dass er hier voll einsteigen kann. Ja? Und
Deswegen werde ich das auch, wie gesagt, mit einem Marker machen und ich werde auch den Konvoi auf unsichtbar stellen, damit man hier wirklich sich austoben kann und auch alles benutzen kann, was das Fluggerät hergibt. Ich habe schon ein bisschen was vorbereitet, einfach aus dem Grund, weil die letzten Videos, also die letzten zwei Strike-Videos, die ich gemacht habe, sind relativ lang geworden. Und im Endeffekt ist es hier nichts anderes wie ein Strike-Video, nur mit ein paar Abwandlungen. Also wir haben hier auch wieder diese Trigger-Zone, die ich hier eingerichtet habe. Das ist die S&D, oder also Search and Destroy Convoy Tbilisi. Die hat wieder 12 nautische Meilen. Die klicke ich euch mal kurz an. Hier seht ihr das. Und dann ist es eigentlich auch soweit wieder ein Trigger. Also wenn wir hier einfliegen, dann wird die Mission erst freigeschalten oder freigegeben, beziehungsweise der Konvoi wird dann erst starten. Einfach aus dem Grund, damit, wenn keiner dort ist, dann ist der Konvoi auch nicht da und es ist nicht notwendig, dass er da ist. Und er würde sonst nur die FPS drücken, ja, auf dem Multiplayer-Server. Und da sollten wir natürlich als Missionsbauer oder der Missionsbauer an sich auch immer ein bisschen aufpassen, dass er die FPS hochhält. Denn ja, also keiner von uns möchte eine Dia-Show spielen. Ja? Und deswegen achtet da auch immer ein bisschen drauf, wenn ihr solche Missionen macht, dass ihr ein bisschen die FPS im Auge behaltet. So, also wie gesagt, die Trigger-Zone ist da. Ich habe auch schon mal einen Konvoi erstellt. Und dieser Konvoi besteht aus 12 Fahrzeugen. Wir haben ganz vorne, habe ich gesetzt, also ich habe es versucht, ein bisschen realistisch zu machen. Vorne habe ich einen BTR-80 gesetzt, hinten habe ich einen BTR-80 gesetzt. Dann kommt an zweiter Position kommt eine Schilka, an vorletzter Position ist eine Schilka. Dazwischen drin haben wir hier diese kompletten Kreise, das sind T55 und dazwischen drin haben wir nochmal BTR-80, zwei Stück. Und das ergibt unseren Konvoi aus 12 Einheiten. Ich habe das Search and Destroy Underline Conv Underline Tbilisi genannt, habe das Ganze dann auch hier unten wieder reinkopiert. Einen Konvoi setzen wir natürlich on road. Ja, wir wollen, dass er auf der Straße bleibt. Und ich habe hier bei Add, also hier kann man Advanced Waypoint Actions dazufügen. Und wenn ihr da auf das Fahrzeug geht, also nicht auf einem Wegpunkt, sondern auf das Fahrzeug geht und ihr macht hier Add, dann habt ihr hier die Möglichkeit, dass ihr unter Set Options dann Engage Air Weapons mit reinschreibt oder mit aufnimmt als eine Waypoint Action. Und diese Waypoint Action zieht dann durch über alle Waypoints, wenn ihr das hier gleich im ersten, also vor dem ersten Wegpunkt macht. Auf Deutsch heißt dieses Engage Air Weapons so viel wie das Abfangen von Air Weapons, also sprich von Raketen, anfliegenden Geschossen, Flugkörpern. Und das ist auch eine Sache, die ein bisschen dazu beiträgt, dass es einfach ein bisschen knackiger wird. Das bedeutet, wenn ihr da eine Maverick reinschießt und ihr habt zwei Schilkas hier, dann werden die Schilkas mit hoher Wahrscheinlichkeit die eine Maverick abfangen. Und das ist natürlich dann auch eine Sache, deswegen fliegt man ja dann auch so einen Angriff zum Beispiel mit einer A10, weil die A10 einfach ausreichend Mavericks da hat und die A10 hat die Möglichkeit, mehrere Ziele gleichzeitig aufzuschalten, so wie viele andere Flugzeuge das auch haben. Und dann schieße ich nicht nur eine Maverick ab, sondern ich nehme als erstes einmal vielleicht die eine oder andere Rakete, die gezielt auf ein radargestütztes AAA-System geht, schieße mir als erstes die Schildkas raus und gehe dann auf den Rest des Konvois los. Oder ich nehme den Konvoi auseinander, indem dass ich nicht eine Maverick drauf schieße, sondern ich schieße gleich vier, fünf, sechs. Ja? Also wie gesagt, das ist eine Sache, die macht das Ganze ein bisschen schwieriger, also nicht jetzt nicht komplizierter und auch nicht komplexer, sondern einfach ein bisschen schwieriger. Und das fordert einfach auch den Spieler heraus. Ja, also das soll ja auch eine Herausforderung sein. Sie soll nicht so schwer sein, sie soll nicht so leicht sein und sie soll auf jeden Fall auch einen Lernerfolg haben. Und das hat sie durchaus, wenn hier nochmal zwei Luft, also AAAs mit drin sind. Macht es nicht zu so schwer und macht auch nicht zu so kompliziert, also macht hier nicht irgendwelche Spielereien mit rein, die es unnötig schwer machen, wenn ihr das nicht braucht oder wenn ihr das nicht wollt, wie zum Beispiel eine OSA oder eine Tor oder sonst irgendwas. Tor solltet ihr im Regelfall sowieso vermeiden. Habe ich in einem anderen Video schon mal erklärt, nicht weil das ein schlechtes System ist, sondern weil das System einfach sehr, sehr gut ist. Die Tor schießt, soweit ich weiß,
optisch und auch, hat auch eine optische Zielverfolgung. Und dagegen könnt ihr nichts machen, also weder im Hubschrauber noch im Chat, weil ihr bekommt kein Warnsignal, dass ihr von einem Flugkörper verfolgt wird. Also wenn ihr nicht zufällig seht oder jemand in eurer Umgebung zufällig sieht, dass ihr beschossen werdet, dann wird das Ding euch sehr überraschend einfach treffen. Ja, und das mindert natürlich ein bisschen den Spielspaß. Deswegen schaue ich persönlich, dass ich auf so Sachen wie Tor oder Manpads verzichte in Missionen. Ihr könnt es natürlich machen, wie ihr wollt. Die Beschwerden werden dann natürlich bei euch abgeladen werden. So, ich habe diese Triggerzone hier in die Mitte. Also ich habe hier einen Rundkurs abgesteckt, wo der Konvoi entlangfahren wird. Habe diese Triggerzone in die Mitte, also das Zentrum der Triggerzone in die Mitte gemacht, weil hier, wo dieses Zentrum der Triggerzone ist, wird dann auch der Marker erscheinen. Und Search and Destroy ist eine Sache. Wie gesagt, Suchen ist ein elementarer Bestandteil davon. Und ihr solltet den Konvoi nicht zu weit wegfahren lassen. Ja, also es macht keinen Sinn, wenn ihr den Marker hier hinsetzt und hier oben irgendwo fährt der Konvoi spazieren, weil das macht den Leuten keinen Spaß. Also sie werden diesen Konvoi einfach nicht finden. Wenn ihr allerdings einen Rundkurs macht und es weiß jeder, ihr macht einen Rundkurs und setzt diesen Marker in die Mitte, ja, dann wissen die Leute, okay, ich habe jetzt beim ersten Anflug oder beim ersten Überflug habe ich den Konvoi nicht gefunden, aber er muss hier irgendwo in der Nähe sein. Also deswegen lasst den Konvoi nicht so weit wegfahren. Sonst ist diese Geschichte mit dem Konvoi einfach hinfällig. Ja, also dann könnt ihr es auch bleiben lassen, weil den findet sonst keiner mehr. Und bei dem letzten Wegpunkt von dem Konvoi ist es jetzt noch wichtig, dass hier unter den Advanced Waypoint Actions macht ihr Add. Und dann habt ihr hier bei Perform Command, müsste das sein, genau, Go to Waypoint heißt es bei mir auf Englisch, das heißt hier auf Deutschland unter Umständen gehe zu Wegpunkt. Und hier gebe ich an, dass er von dem Wegpunkt DP weiterfahren soll. Und wenn er von dem Wegpunkt DP zum Wegpunkt SP, das ist hier der Wegpunkt, wo alles beginnt, fahren würde, dann würde er hier stehen bleiben. Und wir wollen das natürlich nicht. Wir wollen, dass der Konvoi hier schön im Kreis rumfährt und das immer wieder und immer wieder macht, solange bis der Sprit ausgeht. Und deswegen sagen wir hier, wenn du am Wegpunkt DP angekommen bist, dann fahre weiter zum Wegpunkt 1. So. Und wenn ihr jetzt auf Nummer sicher gehen wollt, dass das auch immer wieder im Kreis geht. Also normalerweise sollte das ausreichen. Im Regelfall reicht das auch aus. Aber ihr könnt natürlich auch hergehen und sagen, fahr mir hier vom Wegpunkt 1 zum Wegpunkt 2 und dann fährst du mir vom Wegpunkt 2 zum Wegpunkt 3. So, na, das ist dann hier Wegpunkt 3. Dann fahr mir vom Wegpunkt 3 zum Wegpunkt 4. Das ist auch hier schon wieder voreingestellt. Und vom Wegpunkt 4 fährst du mir zum Wegpunkt DP. Und jetzt haben wir natürlich das von vornherein schon das als erstes gemacht. Vom Wegpunkt DP fährt er mir jetzt wieder zum Wegpunkt 1. So. Damit ist gewährleistet, bis denen der Sprit ausgeht, und das kann unter Umständen ein paar Stunden dauern, werden die hier im Kreis rumfahren. So, jetzt brauchen wir natürlich neben der Triggerzone und neben dem Konvoi hier auf der Karte, bevor ich es vergesse, den Konvoi müsst ihr natürlich auf Late Activation stellen, sonst wird er nicht aktiviert und nicht erkannt. So, also, jetzt haben wir natürlich eine Triggerzone und wir haben den Konvoi, aber es ist noch nicht viel passiert. Und deswegen müssen wir hierzu jetzt noch ein paar Trigger machen. Ich habe das jetzt schon mal vorbereitet, weil, wie gesagt, in den letzten Videos ist es zeitlich immer ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Und im Endeffekt ist das hier auch nur ein Copy-Paste von dem Airstrike, den ich mal hier gemacht habe, oder von dem Heli-Strike. Also das sind die beiden letzten Missionen, die ich hier als Video gemacht habe. Und ihr seht hier, wir machen hier den Marker. Also wir setzen hier wieder den Marker mit der Funktion Time More 10 Sekunden, und dann wird der Marker gesetzt. Und der Marker an sich selber hat hier die Betitelung oder die Nummerierung 40. In dem Marker wird drinstehen S und D, also Search and Destroy Convoy. Und hier könnte ich jetzt noch dazu schreiben Tbilisi. Ja, könnte ich dazu schreiben, muss ich aber nicht, ist wurscht. Ja, machen wir mal Tbilisi.
Dann haben wir viermal den BTR80, zweimal die Schilka und sechsmal den T55. Wie auch in den anderen Videos schon erklärt, ihr habt hier drei Zeilen, die euch zur Verfügung stehen. Deswegen überlegt euch, was ihr hier reinschreibt. Ich mache es da so, dass ich hier oben eben reinschreibe, was es für eine Mission ist. Das ist die erste Zeile. Und in die zweite Zeile schreibe ich rein, was Bestandteil der Mission ist. Also wenn hier steht Destroy, also Search and Destroy, dann bedeutet das, ich muss viermal BTR-80 finden, zweimal Schilka finden und sechsmal T-50 finden. Das ist dann der Konvoi. Und genau dieselbe Anzahl muss ich dann auch zerstören. Erst dann ist das ganze Thema vorbei. So, dann wollen wir, dass der Marker gesetzt wird auf diesen, in diese Triggerzone, in die Mitte dieser Triggerzone, und zwar in die Search and Destroy Underline Conv Underline Tbilisi Triggerzone. Na, das ist die, die wir auch hier haben. Und dann ist es für die Koalition blau. Wenn ihr natürlich Koalition rot spielt, dann müsst ihr es auf rot stellen. Und hier ist wie immer Read-Only ein Haken drin, damit ein Spieler auf der Karte diesen Marker nicht aus Versehen oder absichtlich löschen kann. Er kann ihn aufmachen, er kann ihn zumachen, aber er kann ihn nicht löschen. Dann gestartet wird diese ganze Mission, wenn hier Part of Coalition in Zone, also wenn ein Teil der Koalition oder wenn ein bestimmten, ne, wenn jemand aus der Koalition in der Zone ist, dann definieren wir hier die Koalition, die ist blau. Wir definieren die Zone, die ist hier Tbilisi, also wieder Search and Destroy, Underline Conv, Underline Tbilisi. Und hier habe ich bei Unit Type, im Gegensatz zu dem Heli Strike, habe ich hier wieder All genommen, weil diese Mission kann man natürlich mit einem Hubschrauber genauso fliegen wie mit einem Jet. Wenn man sie mit einem Hubschrauber fliegt, dann muss man sich natürlich ein bisschen taktisch cleverer verhalten, weil da wirklich schon jetzt massiv Waffen in dem Konvoi drinstecken und dieser Konvoi auch einen sehr hohen Kampfwert hat und dementsprechend auch schwer zu zerstören ist. Dann ist die Action, die ausgelöst werden soll, ist Gruppe aktivieren, also Group Activate. Und hier haben wir die Gruppe, das ist unser Search and Destroy Convoy Tbilisi. Ich lasse das jetzt mal mit den Underlines und so weiter weg, weil das ist, da setze ich ja Moos an. Dann, wie auch in den anderen Videos, ein Augenmerk darauf legen, dass ihr hier das sauber beschriftet in diesem Feld, damit ihr das auch wiedererkennt, was es ist. Ich meine, wie ich das erste Mal gesagt habe, hier bei der Airstrike-Mission, da hat wahrscheinlich noch keiner so richtig verstanden, was ich damit will. Also mit der Aussage, beschriftet es so, dass ihr es wiederfindet. Das ist jetzt die dritte Mission auf dieser Karte und jetzt seht ihr auch schon, erstens mal ist es farblich gegliedert, das bedeutet, ihr wisst, was zusammengehört. Und das zweite ist, es ist sauber beschriftet. Also das hier ist die Heli-Strike-Mission, das ist die Airstrike-Mission und das hier ist die Search and Destroy-Konvoi-Mission. So, dann soll das Ganze enden, wenn die Gruppe tot ist. Und die Gruppe, die tot sein soll, ist der Konvoi. Und dann ist hier wieder das Obligatorische, wenn der Konvoi tot ist, dann deaktiviert er den Konvoi. Habe ich in einem vorhergehenden Video schon mal erklärt. Das ist momentan noch eine Sache, die Vorteile bringt, aber sie bringt auf jeden Fall keine, also sie bringt Vorteile, aber sie bringt auf gar keinen Fall Nachteile. Also ihr könnt es auf jeden Fall drin lassen. Es stört nicht. Dann habt ihr hier Remove Mark. Das ist natürlich derselbe Marker, den ihr hier vorne setzt. Ich habe hier 40 gesetzt. Dann müsst ihr hier hinten auch 40 wieder wegnehmen, damit der Marker auch wieder verschwindet. So, jetzt haben wir hier Message to Coalition. Da habe ich das schon ein bisschen ausführlicher erklärt in der Heli Strike. Haltet euch hier mit den Aussagen kurz, denn diese Aussage wird 10 Sekunden eingeblendet und je mehr Text ist, desto weniger hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das tatsächlich jemand liest. Also auch nochmal der Hinweis, wenn ihr hier einen Text schreibt, also ne, hier euren Tagebucheintrag euch verewigen wollt, das wird kein Mensch lesen. Deswegen, je weniger ihr da reinschreibt und desto besser das gegliedert ist, desto eher ist die Chance, dass es gelesen und verstanden wird. Deswegen steht hier auch Mission 40 und jeder, der die erste Zeile liest, weiß dann, bin ich betroffen oder bin ich nicht betroffen. Spiele ich gerade an der Mission 40? Nein? Okay, dann brauche ich gar nicht weiterlesen. Spiele ich an der Mission 40? Okay, dann bin ich betroffen. Dann steht hier Search and Destroy Convoy Tbilisi. Das bedeutet, das ist tatsächlich die Mission 40 und hier unten steht dann, die Mission ist vorbei. Also Mission is over.
Und so solltet ihr euch eben angewöhnen, diese Nachrichten auch zu formulieren. Denn zu viel Text, wie gesagt, liest kein Mensch. Sound to Collation, das ist natürlich der UI-Beep. Der funktioniert auch einwandfrei. Und damit sind jetzt auch die Trigger gesetzt, die wir brauchen. So. Im Endeffekt war es das schon. Also es wird nicht mehr passieren. Und eben um zu vermeiden, dass das jetzt hier völlig aus dem Ruder läuft, immer zeitlich, werde ich lediglich mal hier meinen Tester hernehmen, den hier irgendwo hinstellen und einfach da reinfliegen. Also das bedeutet, wenn ich jetzt hier starte, dann sollte Folgendes passieren. Also auf jeden Fall sollte der Marker sollte nach 10 Sekunden erscheinen und es sollte schon der Konvoi erscheinen. Und damit ist klar, dass der Rest eigentlich auch funktionieren muss, weil es ist Copy-Paste. Also ne, es ist jetzt kein Hexenwerk. Ich habe jetzt hier nichts Neues erfunden. Es ist nichts Neues dazukommen im Gegensatz zu den anderen Tutorials, bis auf die Sachen, die ich euch erklärt habe mit dem Konvoi und was Search and Destroy bedeutet. Ich lasse es momentan jetzt mal zum Testen noch auf sichtbar, damit ich auch tatsächlich sehe, ob es funktioniert. Und dann gehen wir auch gleich rein in die Mission. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich weiß, es hört sich gerade ein bisschen an, wie wenn ich auf der Flucht wäre, aber ich möchte das einfach mal ein bisschen beschleunigen, weil die letzten Videos doch sehr umfangreich waren. Und dieses Umfangreiche hat dafür gesorgt, dass die Videos einfach sehr lang werden. So, ich hoffe mal, dass mich jetzt hier meine Buttonbox nicht im Stich lässt. Nein, tut sie nicht. Alles okay. Super, sehr schön. So. Jetzt schauen wir hier mal als erstes, dass der Mission Marker auftaucht. Ja, der ist da. So, jetzt probiere ich das nochmal ein bisschen kontrollierter. Also, der Mission Marker ist da. Es steht auch im Mission Marker drin, was drin stehen soll. Ich kann ihn nicht löschen. Ich kann ihn nur wegklicken. Das reicht mir. Dann sehe ich natürlich jetzt auch, die Einheiten sind da. Und die Einheiten bewegen sich. Eigentlich hätte ich gar nicht starten müssen. Das war total unnötig jetzt. Dann werde ich hier... Na, es ruckelt gerade ein bisschen. Dann werde ich hier einfach mal mich hinsetzen. Ganz unspektakulär. So. Um, mit Sicherheit ist irgendwas abgebrochen, aber darum geht es jetzt auch nicht. Sondern es geht darum, wir wollen auf der Karte das uns jetzt mal ein bisschen anschauen. So, und der Konvoi fährt jetzt hier lustig spazieren. Warum auch immer er neben der Straße fährt, kann ich euch nicht sagen. Aber unser Hauptaugenmerk liegt ja darauf, dass, wie gesagt, hier die Mission 40 steht hier, Mission Data steht hier, Search and Destroy, Convoy Tbilisi, es steht drin, wie viele BTR-80, wie viele Schilkas und wie viele T-55. Und ja, die haben hier offensichtlich Spaß. Ich kann euch nicht sagen, warum die hier irgendwelche lustigen Sachen machen, aber auch deswegen kontrolliert man das natürlich, ob die nicht hier gleich losfahren und gegen das erste Haus knallen und dann stehen bleiben. Warum die sich hier nicht an die Straßenverkehrsordnung halten, kann ich euch nicht sagen. Aber es gibt offensichtlich Gründe dafür, die mir jetzt nicht... Also ich muss jetzt selber ein bisschen schmunzeln, keine Ahnung, warum die das machen, weil hier oben fahren sie nämlich auf der Straße. Offensichtlich hat hier der Leading BTR 80, keine Ahnung, zu den Russen. Ja, vielleicht war da Alkohol im Spiel, man weiß es nicht. So, und jetzt kann ich zurückgehen in den Missionseditor. Jetzt stelle ich das ganze Ding auf unsichtbar und damit ist es dann auch weg. Und das war's eigentlich. Also es ist nicht viel, es ist kein großes Hexenwerk, aber es erweitert nochmal das Spektrum der auf der Multiplayer-Karte, was Missionen angeht, die ihr quasi den Spielern anbietet. Und es ist
relativ einfach, relativ simpel, relativ schnell. Es ist kein Problem. Man muss sowas nicht mit irgendwelchen Luas machen, programmieren oder mit Moose, Misc oder was auch sonst irgendwelchen Sachen machen, sondern man kann hier ganz schön und ganz einfach eine Mission machen über den Editor. Ihr könnt diese Mission natürlich vervielfältigen, macht nochmal zwei, drei dazu, ja, und setzt die irgendwie in andere Städte oder setzt die irgendwo auf Landstraßen oder wo auch immer euch das gefällt. Und mit dem, was ich euch jetzt zum Beispiel gezeigt habe über Airstrike, über Heli-Strike und hier über den Konvoi, habt ihr jetzt schon drei verschiedene Möglichkeiten, Missionen anzubieten auf einer Multiplayer-Karte. Und es ist, wie gesagt, sehr simpel, sehr einfach und das macht einfach Spaß. Ja, also ihr habt da jetzt die Möglichkeit, schon zu variieren und euch da ein bisschen auszutoben. Ich werde noch weitere Videos machen und es wird neben dem Search and Destroy noch Close Air Support dazukommen. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Es wird JTAC dazukommen, das werde ich auch auf jeden Fall machen. Und dann wird für die Hubschrauberleute wird auf jeden Fall noch dazukommen. Pickup-Missionen, dann wird CSAR, also Combat Search and Rescue und normale Standard Search and Rescue-Missionen noch dazukommen. Also ich werde hier auf jeden Fall noch vier, fünf Videos machen. Und diese Missionen könnt ihr kreuz und quer auf eurer Karte verteilen, könnt ihr miteinander verknüpfen. Und so habt ihr eigentlich das Werkzeug, dass ihr wirklich tolle, tolle Multiplayer-Missionen machen könnt, ohne dass ihr irgendwas studieren müsst, ohne dass ihr irgendeine Programmiersprache können müsst, sondern einfach nur mit dem Editor von DCS, der mit euch oder der mitgeliefert wird mit dem Spiel. Okay, das war's soweit von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und es hat euch gefallen. Wenn Fragen noch dazu sind, weil es jetzt doch ein bisschen schnell ging, dann schreibt die mir einfach in die Kommentare. Ich beantworte die gerne oder macht dann so noch ein ausführlicheres Video, wenn euch das zu schnell ging. Ich würde mich über ein Abo freuen. Lasst mir einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Oder schreibt mir in die Kommentare, was euch nicht gefallen hat. Ja, auch hier ist wieder so das konstruktive Kritik. Da freue ich mich drüber, wenn ihr einfach nur einen Daumen runter macht oder mir sagt, wie scheiße das Video ist. Davon habe ich nichts und davon werde ich persönlich auch nicht besser. So, gegen bestimmte Sachen, wie jetzt zum Beispiel aktuell meine Grippe, meine belegte Stimme und meinen Schnupfen dagegen, ne, das ist halt eine natürliche Sache. Das wird auch wieder vergehen. So, ich wünsche euch auf jeden Fall noch viel Spaß mit DCS, mit dem DCS Editor, mit eurem Leben und keine Ahnung, macht das Beste draus, macht tolle Missionen, macht die Missionen nicht zu komplex, sondern macht sie einfach, dokumentiert sie sauber und sorgt für Spielspaß. Das war's von mir für heute, für dieses Video und macht's gut, bis zum nächsten Mal.